Hallo vom Schlossplatz zur dritten Sendung des ITFS. Ja, am Donnerstagabend wurde bereits zum 11. Mal der Deutsche Animationssprecherpreis verliehen. Nominiert waren Otto Walkes für seine Sprechrolle im Weihnachtsfilm Der Grinch sowie die Schauspielerinnen Nelly Thalbach für ihre Sprechrolle in Der kleine Rabe Socke und Tatort-Schauspielerin Eileen Tetzel für Smallfoot, ein einzigartiges Abenteuer. Wir waren bei der Preisverleihung am roten Teppich dabei und haben mit den Stars für euch gesprochen. Das Schwierige am Synchronsprechen, naja, du musst auf jeden Fall die ganze Zeit dranbleiben. Du musst wach sein, komplett. Du kannst keine Sekunde schlafen und Timing. Timing ist sehr wichtig. Das Schwierige ist auf jeden Fall, dass man ja nicht in der Situation ist, in der sich der Charakter, den man da gerade spricht, befindet, sondern man steht in einem Tonstudio vor einem Mikrofon, es ist ganz dunkel und man versucht irgendwie in diese Welt reinzukommen und hat tatsächlich nur seine Stimme zur Verfügung. Was gefällt dir besser, Synchronsprechen oder Schauspieler? Beides gleich, beides komplett unterschiedlich, aber Synchron ist ziemlich geil. Es sind zwei wahnsinnig unterschiedliche Arten zu spielen halt, ne? Ich finde beides ganz, ganz toll. Schauspiel würde ich jetzt auf jeden Fall noch vorziehen, weil man da einfach seinen Körper auch noch mit benutzen darf. War die Sprechrolle eine gelungene Abwechslung mal zum Tatort mit Mord und Totschlag? Ja, auf jeden Fall. Also das Yeti-Mädchen ist ja schon ist einfach ein toller Charakter. Die ist irgendwie ganz wach und ganz mutig und so und es hat total Spaß gemacht. Musstest du das vorher trainieren oder hast du einfach drauf losgelegt? Na, Übung macht den Meister und ich bin immer noch am Trainieren, würde ich sagen. Aber es läuft, es macht Spaß und ja, man wird immer besser, wenn man lange dran, wenn man dranbleibt. Ne? Ja. Super, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag. Gleichfalls. Ja, und gewonnen hat im Übrigen Otto Walkes für seine Sprechrolle in The Grinch. Herzlichen Glückwunsch. Das ITFS ist nicht nur in Deutschland eine feste Größe, sondern auch international unter Fachleuten ein renommiertes Festival. Das beweist auch der Auftritt des Animators Konki aus Hongkong, der basierend auf dem Science-Fiction-Comic Dragon's Delusion eine Tanzperformance im Kunstmuseum aufgeführt hat. Dragon's Delusion is the new feature film of Hong Kong, and actually it's a sci-fi story. Yeah, and to me, sci-fi story is all about future, and virtual reality is obviously the future for now, yeah. We are doing something actually is to explore how virtual reality technology as a performing art form, yeah. Because as the normal choreographing, dancer is just dancing in the area, and now we are putting him in a virtual reality area, and what audience see in the backdrop is actually his vision. So that's why he's actually dancing with his movement intact with his eyesight, yeah. So that's why audience can interpret a new storytelling way, yeah. Auf dem Trickfilmfestival spielen auch Computergames eine große Rolle. Zum dritten Mal wurde bereits der Animated Games Award verliehen. Für das Computerspiel mit der besten visuellen Gestaltung und Ästhetik. Ich habe das Spiel The Longing entwickelt. Das ist ein experimentelles Idle-Adventure-Spiel, was 400 Tage in Echtzeit gespielt wird. Ich habe Noah Prophet entwickelt, wie man auf dem T-Shirt sehen kann. Ein digitales Kartenspiel, das in einer fernen Zukunft auf einem fremden Planeten stattfindet. Serious Games. Und Serious Games sind halt Spiele, die für ernsthafte Anwendungen sind. Also wir heilen zum Beispiel damit Krankheiten oder versuchen, Krankheiten positiv zu beeinflussen. So muss man sagen. Oh Gott, ich habe die ersten Prototypen 2014 gemacht. Im Mai, also 5 Jahre, aber nicht durchgehend und nicht ganz Vollzeit, aber ja, so 4 Jahre, so mehr oder weniger. Bestimmt mehr wie 2 Jahre jetzt, ja. Ich habe die Idee 2012 gehabt, dann habe ich 2014 angefangen, die Idee umzusetzen. Und jetzt ist 2019 und ich habe mit Unterbrechungen, ich würde sagen, insgesamt so 2 Jahre dran gearbeitet. Ich würde sagen, ein gutes Game zeichnet Originalität aus. Man muss eben aus der Masse herausstechen von den Hunderten von Spielen, die jeden Tag released werden.
Und wenn das Spiel nur ein Klon ist von einem bekannteren Spiel oder wenn es nicht aus der Masse raussticht auf den ersten Blick mit dem Spielprinzip, dann wird es, glaube ich, ist der ganze Aufwand nichts wert, wenn man jahrelang in so einem Spiel sitzt. Ich denke, dass es spaßig ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn es lustig ist und die Leute lachen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ein gutes Spiel begeistert. Irgendwie, das tut, was es tun soll, es eckt an oder irgendwie bleibt hängen im Gedächtnis. Es lässt die Leute nicht kalt. Ja, ein gutes Game muss natürlich als allererstes mal einfach Spaß machen. Das heißt, heute sagen wir User Experience. Das heißt, die User Experience muss stimmen und dann ist es gut. So einfach ist das. Auch hier steht der Gewinner schon fest. Das Spiel Trüberbrock von Florian Köhne hat den ersten Platz belegt und erhält somit 5000 Euro von der MFG Baden-Württemberg. Ja, wenn ihr uns noch einen Besuch in der gläsernen Redaktion abstatten wollt, dann kommt zum Schlossplatz. Das war's schon mit unserer dritten Sendung vom ITFS. Bis morgen wieder. Ciao!